In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man Hans-Werner Guths Eifelstern, ein modulares Origami-Modell, faltet. Hier ist das fertige Modell. Wie man sieht, ist es leicht 3D, man kann es also auch hinstellen. Dieses Modell habe ich von 12 Blatt quadratischem Papier gefaltet. Jedes Papier hat eine Seitenlänge von 7,5 cm. Und das fertige Modell hat dann einen Durchmesser, also die Distanz zwischen meinen beiden Fingerspitzen hier, die 9 cm beträgt. Das Modell hier ist dann von noch kleinerem Papier gefaltet, das sind dann 3 3/4 cm und dann ist der Abstand entsprechend 4,5 cm. Wie ihr seht, habe ich hier jeweils Papier verwendet, das zwei unterschiedliche Farben hat. Ihr könnt natürlich ganz unterschiedliche Farben nehmen, also 12 verschiedene oder nur 3 oder 4 verschiedene. Ich habe es ganz gerne, wenn man mindestens 2 verschiedene Farben verwendet. In dem Video werde ich dann ein Modell zeigen mit 3 verschiedenen Farben, aber das ist euch ganz überlassen. So, dann lasst uns doch mal anfangen. Wir nehmen also erstmal hier ein Papier. Das ist eigentlich jedes Papier, das ihr wollt. Ihr könnt auch Druckerpapier verwenden. Wichtig ist, dass es quadratisch ist. Und ich benutze eher kleines Papier, damit dann das endgültige Modell nicht zu groß ist. Aber ihr könnt es beliebig wählen. Ich habe jetzt Papier, das weiß auf einer Seite ist. Das macht es ein bisschen einfacher im Video dann zu sehen, was passiert. Aber diese Seite ist total unwichtig. Das heißt, wir fangen an mit der Seite des Papiers, die wir dann tatsächlich sehen wollen. Und dann machen wir einfach mal hier so eine kleine Faltmarke bei 1,5. Das heißt, ich bringe jetzt die beiden Punkte zusammen, mache hier eine kleine Zwickfalte und dann sieht man hier sehr gut, wo in etwa 1,5 liegt. Das brauchen wir jetzt, weil wir diese untere rechte Ecke nehmen und die zu dieser Faltmarke bringen. Und wir wollen die Falte in diesem Punkt anfangen. Und das bewerkstelligt, dass wir einen 30-Grad-Winkel erzeugen. Das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber vielleicht ganz interessant. So, das hier ist jetzt also ein 30-Grad-Winkel. Und den halbieren wir jetzt, indem wir diese Kante nehmen und sie nach außen falten, sodass sie exakt in einer Linie ist mit dieser anderen Kante, die wir jetzt da gefaltet haben. Und dann machen wir das gleich auf der anderen Seite. Jetzt nehmen wir hier diese Kante und falten sie zu der Marke. Dadurch entsteht wieder ein 30-Grad-Winkel. Und den halbieren wir jetzt auch wieder, indem wir einfach die Kante dann zu der neu entstandenen Kante bringen. Und wieder falten. So, jetzt wollen wir das ganze Modell in halb falten. Und dazu drehen wir das jetzt einfach mal um. Und dann bringen wir die beiden Kanten hier zusammen. So in etwa. Wir suchen hier einen schönen Punkt sowohl hier als auch oben in der Spitze entstehen zu lassen. Und falten dann durchweg. Ich nehme aber ein bisschen meinen Fingernagel, damit die Falten auch schön stark werden, damit man das sieht. So, jetzt seht ihr, wir haben hier 3 Dreiecke. 1, 2, 3 Stück. Und jetzt machen wir eine Falte, die diese beiden abtrennt von diesem hier. Dazu biege ich das Papier einfach ein bisschen zurecht, bis ich finde, dass das halbwegs richtig orientiert ist. Und dann, das muss eine starke Falte werden, weil das ziemlich viele Lagen Papier sind, gehe ich hier einfach ein paar Mal mit meinem Fingernagel entlang. Und dann falten wir erstmal alles wieder auf. Und dann stellen wir fest, dass im Prinzip dieses Faltmuster entstanden ist. Die beiden ganz äußeren Abschnitte hier, die können wir wieder zurückfalten. Die Richtung der Falte sollte schon richtig sein. Und jetzt nehmen wir diesen unteren Punkt und wir bringen den ganz nach oben, wo genau dieser Schnittpunkt hier ist. Und machen dann eine letzte neue Falte rein. Jetzt sind wir auch schon fast fertig mit dem Modul. Jetzt wollen wir entlang dieser beiden Falten hier das Papier so ein bisschen nach hinten drücken. Dadurch geht auch dieser Punkt nach hinten und dann klappen wir das Modell zusammen. Und dann haben wir unser erstes Modul fertig. Jetzt machen wir das nochmal schnell im Schnelldurchgang. Einmal eine Faltmarke, ein 30-Grad-Winkel, ein 15-Grad-Winkel,
Dann den zweiten 30-Grad-Winkel. Den zweiten 15-Grad-Winkel. Die 30 Grad sind im Prinzip nur eine Hilfslinie. Eigentlich bräuchten wir die Falte gar nicht, aber das stört nicht groß. So, dann in Halbfalten. Dann hier die zwei Dreiecke von dem einen langen abtrennen mit einer Falte. Schön stark machen die Falte. Alles auffalten, bis auf vielleicht schon diese beiden Abschnitte, die man eh wieder zurückklappen würde. Dann einmal nach oben falten. Und dann diese beiden Bereiche nach hinten knicken, um das Modell in halb zu falten. So, und davon brauchen wir 12 Stück. Die anderen habe ich auch schon vorbereitet, wie das so immer so ist. Und jetzt fangen wir mal an. Ich habe ja kurz erzählt am Anfang, dass ich 3 Farben benutzen werde. Und jetzt nehmen wir erstmal nur 2 Module. Und wir haben hier verschiedene Taschen und Laschen, nennt man das immer. Das hier ist die Lasche. Und das hier ist eine Tasche. Und wir tun also die... Ja, jetzt muss ich erstmal auf die Orientierung schauen. Jetzt wollen wir schauen, dass wir den Stern so entstehen lassen. Nehmen wir die Lasche in die Tasche. Und dann sieht man hier jetzt aber noch eine weitere Tasche. Hier, seht ihr das? Da kann man hier so reingehen. Mit dem Finger. So. Und das hier ist die Lasche. Das heißt, man kann das dann hier so reinschieben. Und auf der anderen Seite das Gleiche. Da kann man es auch reinschieben. Da muss man dann aufpassen, dass auf beiden Seiten gleichzeitig drin ist. Und dann kann man das komplett reinschieben. So. Und dann nimmt man einfach das nächste. Einfach wieder die Orientierung nehmen. Erst die erste Lasche in die erste Tasche reintun. Und dann die zweite. Wie man hier sieht, habe ich hier Papier genommen, das blumig ist und dann nochmal so einen Rosaton hat. Ich habe versucht, die Farben ein bisschen zu wiederholen. Und da hat es ganz gut gepasst, dass ich einfach die Farben der Blumen für die anderen Module nehme. So, und dann macht man das einfach so weiter, jedes Mal in die Taschen einfügen auf beiden Seiten. Es macht es wirklich einfacher, wenn man erst diesen Punkt in die Mitte des Modells reinfügt und dann sich um die anderen Taschen kümmert. Sonst ist es so ein bisschen schwieriger. Und jetzt seht ihr schon, langsam entsteht hier ein Kreis. Und dann brauchen wir jetzt wieder die Farbe. Guck mal, da ist es ein bisschen rausgegangen. Das ist nicht schlimm. Tut man es einfach wieder zusammen. Ich bin eh heute etwas zittrig. Es ist ungewohnt, hier alles auf Deutsch zu machen. Aber ich hoffe, dass es einige Leute freut, dass ich mal was auf Deutsch mache. Und auf beiden Seiten. Das Modell von Hans-Werner Gut, das gefällt mir sehr gut. Nomen ist Omen. Und ich habe auch gestern Diagramme gemacht. Und die sind auf meiner Webseite happyfolding.com verfügbar. Da werde ich auch einen Link mit hinzufügen. Und vielleicht auch das ein bisschen ins Video einbauen. Mal schauen, wie das klappt. Denn es ist doch ganz interessant zu sehen, wie der Unterschied ist zwischen einer Videoanleitung und Diagrammen. Also es muss dabei gesagt bleiben, dass ich nicht die geübteste in Diagrammen bin, aber ich hoffe, die Diagramme sind trotzdem schön deutlich geworden. Und es ist einfach ein tolles Design, da habe ich dann richtig Lust, Diagramme zu zeichnen, auch wenn es manchmal ein bisschen aufwendig ist und auch ein bisschen modulares Origami zu machen. Das ist immer wieder schön. So, das erste will immer wieder rausrutschen. Und jetzt wird es langsam auch ein bisschen eng, deshalb ziehe ich das so ein bisschen auseinander. Ich finde, das macht es ein bisschen einfacher. Dann fügen wir jetzt erstmal das vorletzte hinzu. Wenn ihr Klammern benutzen wollt, damit das Teil nicht auseinanderfliegt, könnt ihr das auch gerne machen. Ich bin dazu verleitet, das zu machen. Vor allem, weil ich hier immer so ein... ich muss die Hände immer ein bisschen anders halten, damit das alles schön auf der Kamera sichtbar ist. Und dann kann ich nicht so... dann kann ich das Modell nicht immer ganz so halten, wie ich es machen würde ohne Kamera. Und dann
ärgert mich das jetzt gerade, dass das so ein bisschen am Auseinanderfallen ist. Aber das könnte euch ja auch so gehen und deshalb ist es vielleicht gar nicht so tragisch, wenn das gezeigt wird. So, und jetzt das letzte, Entschuldigung. Jetzt muss ich das so ein bisschen auseinanderziehen, weil ich möchte hier diese Lasche ins Grüne einfügen und hier die Lasche ins Blumige direkt. Und hoffentlich fällt es dann sonst nicht auseinander. So, genau. Und dann fügen wir mal hier wieder die Laschen in diese seitlichen Taschen rein. Es gibt ja diese mittlere Tasche und dann gibt es diese seitlichen Taschen. Und auf der anderen Seite. Und dann können wir das jetzt auch komplett zusammenschieben. Ich mache das ganz gerne, dass in der Mitte ein Loch bleibt. Aber man kann das natürlich enger zusammenschieben, dann wird das Loch kleiner und wenn man genau arbeitet, dann sollte sich das Loch im Prinzip auch komplett schließen. Wie man hier sieht, bei mir bleibt ein kleines Loch übrig. Ich glaube, das wird auch nicht verschwinden, wenn ich jetzt noch viel länger rumfummel. Könnte es vielleicht noch ein bisschen kleiner werden, aber das macht nichts. Und dann ist das Modell fertig. So steht es noch ein bisschen wackelig, weil es doch sehr dünn ist. Und was man dann machen kann, ist einen Stift benutzen. Ich benutze jetzt hier ein Falzbein und dann gehe ich hier in die Mitte rein. Und dann sieht man, hier sind immer wieder solche kleinen Falten hier. Und diese drücke ich einfach, möchte natürlich das Modell nicht auseinandernehmen, diese drücke ich einfach mit dem Falzbein ein bisschen so auf. Und da gehe ich dann einfach einmal außen rum. So. Und der nächste. Das nächste. Jetzt ist es ein bisschen auseinandergefallen, Mensch. Jetzt ist der Wurm drin, oder? Das schieben wir einfach wieder schnell zusammen. Das hat niemand bemerkt. Bei diesem Auseinanderdrücken ist die Stabilität des Modells ein bisschen gefährdet. Wenn man dann nicht zu viel rumfummelt, dann geht es auch wieder. Aber hier schiebt man doch arg gegen das Papier. Man kann das auch mit dem Finger machen, vielleicht geht es sogar ein bisschen besser. Und das ist dann natürlich nicht ganz so sichtbar, aber ich versuche das mal hier so zu zeigen. Ich drücke das einfach so ein bisschen auf. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon bald rum. Ich glaube, das sollte so das letzte sein. Das hier mache ich auch nochmal. Und jetzt sieht man, das ist schon viel voluminöser geworden. Und es steht dann auch viel besser. Und das Modell, das sieht dann fertig so aus. Das ist ein Design von Hans-Werner Guth. Ich finde es ganz fantastisch und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Freude dran. Viel Spaß beim Nachfalten!